Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Weinrunde. Mike war von der Provinzen. So, ja, ich lege mich mal ganz kurz schlafen. Wir haben ein bisschen gestreamt, wie man vielleicht mal was sieht. Und zwar, Crazy hat ja hier seine Sachen getestet. Ich habe dann schon mal angefangen, oben die zweite Etage reinzuzimmern. Zumindest schon mal die Wege. Dann müssen wir auf jeden Fall jetzt mal abreißen. So, dann ist hier draußen ein ordentlicher Eingang entstanden, hat der Crazy sich angesetzt. Und wir müssen generell dann mal hier einmal rundherum mit dem, ich glaube, das war Andesit, nochmal ordentlich was machen. Wobei wir vielleicht sogar noch hier vorne was machen werden, so, wir werden mal schauen. Lager haben wir ein bisschen das Dach erweitert, dann hier vorne mal, geht es mal bitte weg, ich will gerade mit den Zuschauern reden, danke. Ja, auf jeden Fall. Alter, war das knapp. Haben wir hier das Dach schon mal erweitert? Ja, das wird auch noch ein bisschen dauern. Da werden wir noch mal ein bisschen fahren müssen. Hier vorne haben wir Platz gemacht. Und ich habe hier drüben was planiert. Weil hier wollen... Alles klar. Weil hier auf der Fläche wollen wir unsere Tiere hinpacken. Ne? Also hier schön vier Häuser, vielleicht noch einen Stall für Pferde. Und darum muss ich mich heute ein bisschen was kümmern. 6 Gunpowder, So, und zwar will ich da so ein Muster machen, so ein kleines Haushalt, aber dafür brauche ich noch was Holz. So, und da der liebe Crazy, hallo an dieser Stelle, ne? So schlau war und noch meine Axt im Inventar hat, muss ich mir jetzt... Habe ich mir mal schnell eine neue gemacht. Die werde ich mir wahrscheinlich nachher mal verzaubern, wenn ich Level haben sollte. Ah ja, ganz vergessen. Wir haben noch eine Farming-Tour gemacht. Also wir sind gut ausgestattet. Den Eisenbeacon haben wir sogar schon zusammen. Wenn jetzt das Haus fertig ist und weiter, hat Crazy auch noch versprochen, wir setzen uns gemeinsam ran an. Sammeln schnell. Hier, wie heißt es? An den, Diabiken. Weil der wird ja am schwierigsten werden. Nehmen wir 18 Knochen mit. Hier haben wir noch was Bone Meal. So. Und dann jetzt einmal hier. Bäumchen fällen. Oh. Zwei kriegen wir gerade hin. Sind die zu nah oder was? Dann machen wir immer nur einen nach dem anderen. So. Was ärgert mich jetzt gerade, dass Crazy meine Axt dabei hat. Da wäre das viel, viel schneller gegangen, aber naja. Kann man nichts machen. Ich wollte aber sagen, ich finde es schön, dass der liebe Chrissy jetzt hier bei uns dabei ist. Also bei uns im Team. Der ist auf jeden Fall heute nicht in der Aufnahme dabei. Der ist gerade arbeiten. Wir haben 9:30 Uhr. Zeit von Knoppers, ne? Ne, wir haben gerade 9:30 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden, habe heute einen freien Tag. Doch bekommen. Hast gut gefrühstückt, warst mit dem Hund raus. Kann man ja mal machen. Dann gleich vielleicht noch während des Hochlands und so weiter vielleicht ein bisschen Final Fantasy spielen. Habe ich jetzt angefangen, Final Fantasy 9. Super Spiel bisher. Man merkt, dass es alt ist, aber es macht Spaß. Macht echt Spaß. Kann ich also jedem, der ein Final Fantasy Fan ist und so weiter oder generell so auf diese typischen Rollenspiele steht, kann ich nur empfehlen. So, ich würde sagen, ja komm, einen bauen wir noch hin. Ich hatte mir auch überlegt, dass wir vielleicht ein schönes Muster mit den, für die Wege hier machen könnten, mit Holz. Da habe ich mir echt schon was Gutes überlegt. Das könnte echt geil aussehen.
Ne? Und so wie man das kennt, das könnte echt geil aussehen. Es wird es aber nachher nicht. Warum? Weil ich es baue. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Haus werden wir auf jeden Fall noch was äußerlich verbessern. Also halt so noch ein paar Treppen, damit es nicht so ein Kasten ist. Da muss ich leider Christian recht geben. Das Haus, so cool es von innen aussehen wird, ist es ein Kasten. Aber ich bin stolz auf diesen Kasten. So, nochmal die Spruce, ne? Ein paar schöne Spruce-Saplings hier. Kennst du das Bruce Willis? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Keeper weg. Der macht mich ein bisschen aggressiv. Wow, kein Gunpowder. Geistige Gestalt, ey, was? So, ich würde mal sagen. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt hier mal 10 Fläche reicht da. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du, 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 du. Verdammt. Und dann machen wir mal ganz gewitzt 1, 2. 1, 2. So, und das machen wir jetzt mal gerade hier weiter. Soll man eine Häuserkette machen oder einzelne? Guck, wir machen eine Häuserkette. Zack und Zack. 4. So. Jetzt nochmal weiter. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nein, das war nicht 2. Und ja, Lego City Undercover. Ich weiß. Ich muss weitermachen. Ich weiß nicht, irgendwie ist bei dem Projekt wieder die Lust raus. Ich darf einfach momentan keine zwei Projekte auf einmal machen. Ich weiß nicht wieso. So, und jetzt haben wir ein Problem. Oder? Wird das reichen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bauen wir dazu ein bisschen hier an. Gleich, oder? Ne, wir gleichen den sogar mal nicht an. So, vier, vier. So. Alter, das hat jetzt schon 8 Minuten gebraucht. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir hier schon mal an. 3, 4. Also so 4 hoch würde ich jetzt auf jeden Fall machen. Das wird natürlich auch noch lustig, die Tiere da nachher hier reinzukriegen. Aber naja. Ich bin ja hier schließlich Minecraft, also sollte das ja gewohnt sein, dass Tiere scheiße doof sind. Ich würde sogar mal sagen, ich gehe mal kurz rüber und hole mir Saplings. Die kann man nämlich immer gebrauchen, besonders die Spruce bei uns. Nice, 23. Ja. Es finde ich krass, wie ich dieses Mal so ziemlich bei allem dabei bin. Hier Bauaspekt.
Bauaspekt. Nee, Bauaspekt bin ich dabei, so generell Farmaspekt. Sonst bin ich ja eher so der Typ Farm, 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 Ende. Weißt du was, wir machen das so. Das Wurstfutter haben wir ja relativ schnell wieder gefarmt, das ist ja das Gute. Nein, du sollst hoch. Hebe ich Fleisch auf. Zack. So. Es könnte schon geil werden hier. Ich schätze mal, wir werden auch noch dann so, wie wir das geplant haben, hier jedes einzelne Tier, also Kuh, Schaf, Schwein und so weiter, kriegt dann hier seine eigene Wollfarbe als Dach. Ja, wir bauen dieses Mal ein bisschen exotischer. So, wir sollten jetzt aber mal gerade schlafen gehen. Weil bei Nacht baue ich ungern. Ich bin sogar am Überlegen. Wir könnten eigentlich was Tropenholz da verbauen. Wie viel haben wir noch? Oder generell, was haben wir denn Holz noch da? Hallo Mädels. Okay. Wie viele Jungle Saplings haben wir noch? Ich muss nur mal kurz schauen. Das Buswort war ich werde das auf jeden Fall mal gerade clean zu machen, weil ich mir überlegt hatte, dass man da vielleicht auch noch Moment mal. Ich will es schwer hoffen, für denjenigen, der das war, dass er einen verdammt guten Grund hatte und das sieht mir nicht danach aus. Okay. Alter, jetzt läuft hier noch ein Creeper rum. F3. Ja, hier kann spawnen. Ich bin gerade ein bisschen angepisst darüber, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil ich persönlich hasse es. Okay, trollen geht klar. Ist in meinen Augen okay. Aber so trollen, dass Gebäude zerstört werden, da kriege ich einen Kotzreiz von. Kriege ich echt einen Kotzreiz. Werde ich auch gleich mal schön klar machen bei uns im Discord. So, wie wird das hier aussehen? Kann man machen. Mache ich mal so. Ich mache jetzt schon bewusst hier unten keine hin. Und ja, ich versuche mich gerade auch zu beruhigen. Ne, ich weiß nicht, was so eine Scheiße einfach soll. Ich meine, wie viele Folgen hat das Projekt und wie viel Zeit habe ich hier rein investiert in generell unser Gebiet? Ist ja wohl schon einiges, oder sehe ich das gerade falsch? Verstehe nicht, dass man da noch hingehen muss und das kaputt machen. Aber naja. Und sollte irgendeiner der Projektteilnehmer zuschauen, ich sage ganz klar, wenn ich herausfinde, dass irgendeiner von euch bei mir dran war, es wird Konsequenzen haben.
Das kann ich überhaupt nicht ab, wenn man wirklich bei mir hingeht und kaputt macht. Das sage ich jetzt mal ganz klar. So. Dann fällen wir noch einen Baum. Oder vielleicht zwei, drei. Ich hatte eigentlich vorgehabt, heute noch ein bisschen mehr aufzunehmen, aber wenn ich sogar angepisst bin, nehme ich nicht auf. Das sage ich ganz klar. Komm. Oh, naja. Ich habe meine Meinung ja schon mal zu dem Projekt hier ausgelassen, zu den wundervollen Regeln und wie sie eingehalten werden. Besonders hier bezüglich Mindestalter, aber naja. Gefühlt bin ich ja eh, sind crazy und ich ja eh die letzten, die noch spielen. Und es wird auch noch ein bisschen weitergehen. Bis das Haus mindestens fertig ist. Erst dann sehe ich das Projekt bei mir als beendet. Wobei ich auch glaube, dass danach noch weitergehen wird. Aber naja. Gut, ich fälle jetzt hier noch gerade die Bäume und dann beenden wir auch mal die Folge so langsam. Wobei, dann könnten wir eigentlich nochmal schauen, wenn die Zeit noch reicht, ob wir noch ein bisschen hinkriegen, damit ich wenigstens einmal so das Muster zeige, wofür ich die Cleanstones eigentlich will. Bin auch momentan noch ein Modpack am Testen. Also generell das nächste Modpack, was ich zocken werde, steht auf jeden Fall bei mir schon fest, aber für danach vielleicht mal. Und mit dem Modpack bin ich noch nicht so ganz sicher. Es ist auch wieder ein Challenge-Modpack. Bloß, also schwierig, klar, aber ich finde es momentan an einer Stelle etwas sehr hart. Aber naja, werden wir sehen. Bin generell auch mal bei dem Modpack All the Mods am Schauen, wegen dem Expert-Mode. Das kann ich momentan, wie es aussieht, vergessen. Es sei denn, mir fällt da noch was ein. Warum? Das Modpack startet bei mir noch nicht mal mehr. Aber naja. Auf jeden Fall, ich werde ja sogar mal überlegen, ob ich mit vielleicht Crazy, Street, Trivolo und Baker was machen soll, ob ich die mal einschreiben soll. Und vielleicht einfach mal ganz, ganz zurückgehen, so wie damals, RET V2. War ich ja mal überlegen, muss ich die mal ansprechen und schreiben, was sie davon halten. Wo ich mir schon vorstellen kann, dass ein Kollege mal mir eh schon wieder in die Kommentare schreiben würde oder nach der Folge privat. Und ich glaube, ich muss nicht erwähnen, wer. Nicht wahr, lieber Trivolo? Nicht was. Nee, wir wissen schon, nicht wahr, Klaus? So. Ja, mit der anderen Achse wäre es natürlich schneller gegangen. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich mal klarstellen, wer das hier bei uns war, weil wie gesagt, kann ich überhaupt nicht ab. Und ich glaube, das ist auch verständlich. Ich meine, gut, das hält sich jetzt noch in Grenzen, aber trotzdem muss das nicht sein. Und ich glaube, ich muss dann doch bald mal ein paar, nennen wir es mal, Verteidigungsmaßnahmen organisieren. So, 19 Minuten, ein bisschen haben wir noch, dann können wir nochmal schnell fertig machen. Ja, sehr schön. So, dann machen wir ein paar Stiggies.
Schwarzeiche, Birke, Akazie, Fichte. 1, 2, 3, 4. Und machen nochmal so. Und dann machen wir so. Ich würde gerne mit den Slabs arbeiten. Konnte man die jetzt nicht einfach... Nee, das ist anscheinend nur wirklich nur ein Modpacks. So. Gehen wir nochmal ganz schnell rüber. Probieren wir die Papageien, bis hier draußen hört. Aber wir müssen eh nochmal unsere Tiere ein bisschen erweitern. Noch ein paar Kätzchen holen. Wölfe fehlen noch und hier unser Lama. Ich habe wieder vergessen, wie ich es genannt habe. Ich glaube George. Naja, ich habe mir dann halt sowas überlegt. Dachte mir, kann geil aussehen, kann scheiße aussehen. Wird wahrscheinlich beide so sehen. Geil scheiße. Oder scheiße geil. Und Creeper machen müssen neuerdings. Verrückt. Naja. War halt blöd, dass ich genau in dem gelandet bin, aber naja. Da habe ich sogar in letzter Zeit echt Probleme mit. Ich kann nicht mehr wirklich hingehen und die einfach in einem wegmachen. Also bis zur 1.10 ging das eigentlich noch. Also 1.8 hatte ich kein Problem mit. 1.9. Er ist jetzt in 1.10. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, und dann nochmal hier. Waggel. 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 Ah, machen wir mal. Waggel. Waggel. Waggel, Waggel. Ne? Wir faggeln da nicht lange. Boah, der ist auch mittlerweile schon so scheiße uralt. So, so. So, so. So, und dann können wir hier die Tiere rein, gemütlich reinbringen. Machen wir ja auf und die können nicht raus. Gut. Würde ich sagen, in der nächsten Folge, die ich wahrscheinlich später aufnehmen werde, werden wir dann weitermachen und die Tiere langsam rüberbringen. Vielleicht die Hühner sogar als erstes, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, schwenkt der Hut und tschüss!